Michael Panthenius, geboren 1938, Kulturwissenschaftler und promovierter Historiker, ist Autor zahlreicher Bücher. Kürzlich erschien sein Buch »Die Umsegelung der Welt – James Cook und die Suche nach dem Südland« im Morio Verlag. Der Autor erzählt nicht nur über die Suche von James Cook nach dem Südland, aufgebrochen im Sommer 1772, er stellt auch den Naturforscher Johann Reinhold Forster und dessen Sohn Georg in den Mittelpunkt, die James Cook begleiteten. So verwebt sich die Geschichte der abenteuerlichen Reise mit den Gedanken des Botanikers Forster, der wohl 17 Sprachen spricht und versteht. Michael Panthenius ist selbst zur See gefahren und hat sich diese Seemannstradition lange erhalten. All das fließt in seine Geschichte ein, angereichert mit zahlreichen historischen Fakten. Im neuen Seenland, März 1773. Nach 4 Monaten und 2 Tagen auf See, nach 3500 Seemeilen im Regen, in Stürmen und Eis, hatte sich das die Crew mehr als verdient. Die Resolution ebenso. Man musste nicht Seemann sein, um auf den ersten Blick zu sehen, wie heruntergekommen sie war. Die Segel ausgeblichen im neuen Seenland. März 1773. Nach 4 Monaten und 2 Tagen auf See, nach 3500 Seemeilen im Regen, in Stürmen und Eis, hatte sich das die Crew mehr als verdient. Die Resolution ebenso. Man musste nicht Seemann sein, um auf den ersten Blick zu sehen, wie heruntergekommen sie war. Die Segel ausgeblichen, teilweise zerfetzt, fast alle Taue, obwohl aus bestem Hanf gedrillt, ausgefranst und überdehnt. Dutzende Decksplanken aufgequollen und verzogen, die Außenhaut total zerscheuert, an vielen Stellen keine Spur vom Teer mehr. Grau schimmerte das blanke Holz im Sonnenlicht. Kurzum, vom Flaggenknopf bis zur Wasserlinie, ein jämmerlicher Anblick. Doch das Schiff heißt Resolution, Entschlossenheit. Der Anker, das Symbol der Hoffnung, fiel. 35 Faden im Wasser, schallte es von der Beck, und Cook schrieb in sein Logbuch: Ein wohlgedeckter Hafen. Berücksichtigte man alle Umstände, so durfte er das so sagen, und er nannte diesen Ankerplatz nach seinem dritten Leutnant Pickersgill Hafen. Die Forsters standen an Deck und konnten es kaum fassen. Land. Endlich wieder festes, sicheres Land. Land, das man betreten konnte. Johann Reinhold war zufrieden, aber reines, ungetrübtes Glück genießen konnte er selbst an einem solchen Tag nicht. Der Commander hatte ihre Position mit 45 Grad südlicher Breite angegeben und schon rechnete er nach. 45 Grad Süd, das entsprach in etwa der Länge von Genua auf der Nordhalbkugel, aber das Thermometer zeigte hier nur 50 Grad nach Fahrenheit. Da musste im italienischen Winter schon ein Sturm von den Alpen wehen, um die Luft so stark abzukühlen. Auf den nahen Bergen links und rechts des Fjords lag Schnee, aber hier war angeblich erst Sommerausklang. Die Ursachen für diese auffällige Abweichung mussten gründlich untersucht werden. Georg freute sich vorbehaltlos. Er schrieb in sein Tagebuch: Nach einer langen Entfernung vom Lande ist es leicht, selbst die ödeste Küste für das herrlichste Land in der Schöpfung anzusehen. Teilweise zerfetzt, fast alle Taue, obwohl aus bestem Hanf gedrillt, ausgefranst und überdehnt. Dutzende Decksplanken aufgequollen und verzogen, die Außenhaut total zerscheuert, an vielen Stellen keine Spur vom Teer mehr. Grau schimmerte das blanke Holz im Sonnenlicht. Kurzum, vom Flaggenknopf bis zur Wasserlinie, ein jämmerlicher Anblick. Doch das Schiff heißt Resolution, Entschlossenheit. Der Anker, das Symbol der Hoffnung, fiel. 35 Faden im Wasser, schallte es von der Beck, und Cook schrieb in sein Logbuch: Ein wohlgedeckter Hafen. Berücksichtigte man alle Umstände, so durfte er das so sagen, und er nannte diesen Ankerplatz nach seinem dritten Leutnant Pickersgill Hafen. Die Forsters standen an Deck und konnten es kaum fassen. Land. Endlich wieder festes, sicheres Land. Land, das man betreten konnte. Johann Reinhold war zufrieden, aber reines, ungetrübtes Glück genießen konnte er selbst an einem solchen Tag nicht. Der Commander hatte ihre Position mit 45 Grad südlicher Breite angegeben und schon rechnete er nach. 45 Grad Süd, das entsprach in etwa der Länge von Genua auf der Nordhalbkugel, aber das Thermometer zeigte hier nur 50 Grad nach Fahrenheit. Da musste im italienischen Winter schon ein Sturm von den Alpen wehen, um die Luft so stark abzukühlen. Auf den nahen Bergen links und rechts des Fjords lag Schnee, aber hier war angeblich erst Sommerausklang.
Die Ursachen für diese auffällige Abweichung mussten gründlich untersucht werden. Georg freute sich vorbehaltlos. Er schrieb in sein Tagebuch: Nach einer langen Entfernung vom Lande ist es leicht, selbst die ödeste Küste für das herrlichste Land in der Schöpfung anzusehen.